Ist der Preis für mein Küchenangebot eigentlich gerechtfertigt? Das ist nur sehr komplex zu beantworten, aber wir versuchen es heute. Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Küchenungskanal. Ist der Preis für meine Küche eigentlich gerechtfertigt? Ich habe hier ein Angebot. Was meint ihr dazu? Das lese ich immer wieder in verschiedenen WhatsApp-Gruppen und dazu ist ein Bild von der Küche gezeigt und die User versuchen herauszufinden, ob sie ein wirklich günstiges Angebot haben. Natürlich kommen auf solche Anfragen immer sehr viele Antworten und die sind auch gut gemeint, aber ob der Preis nun wirklich gerechtfertigt ist, das lässt sich anhand eines Bildes und ohne Einzelteilauflistung nur wirklich sehr, sehr schwer sagen. Denn der Preis der Küche errechnet sich ja sozusagen aus der Summe vieler, vieler verschiedener Einzelteile. Backofen, Kochfeld, Dunstabzugshaube, Kühlschrank, Geschirrspüler, Gefrierschrank. Die Schrankausstattung von innen ist ja auch auf dem Bild gar nicht zu erkennen. Wenn der Anfrager die Marke von der Küche kennt, ist es ja schon mal hilfreich, dass man das wenigstens einschätzen kann. Aber eine Ballerina-Lackoberfläche kann auch in Preisgruppe 1 oder in Preisgruppe 6 sein. Und deswegen lässt sich auch daher anhand des Bildes nicht wirklich erklären, wo der Preis herkommt oder entscheiden, ist er eigentlich gerechtfertigt. Ich will euch heute anhand von einer Planung, die ich einmal auch günstig und einmal auch hochwertig erstellt habe, versuchen zu erklären, wo diese Unterschiede liegen und warum diese Entscheidung so schwer ist. Ist das Angebot gut oder ist es eigentlich nicht gut? Und ich habe da mal was vorbereitet. Hier könnt ihr die beiden Küchen sehen, die ich geplant habe. Auf dem oberen Bild ist die Küche in einer einfachen Ausstattung geplant und auf dem unteren Bild ist sie sehr viel fetter ausgestattet. Wie ihr jetzt schon erkennen könnt, ist da kein richtig großer Unterschied dabei. Was man erkennen kann, ist, dass die untere Griffschiene bei der günstigen Küche nicht durchläuft und bei der hochwertigeren Küche bzw. bei der hochwertiger ausgestatteten Küche läuft sie durch. Denn es handelt sich in beiden Fällen um eine Nobilia-Planung, das heißt die Qualität der Küche ist komplett identisch, nur die Ausstattungsdetails sind unterschiedlich. Ich würde einfach mal anfangen, ganz links mit der Spülmaschine. Ihr seht, hier unten haben wir eine Tür mit durchlaufender Griffschiene, also es handelt sich um eine Grifflosküche in Preisgruppe 3 bei Nobilia. Jedenfalls, was das Holz betrifft, wir haben hier in dem oberen einmal eine Preisgruppe 3 Lackfront und wir haben hier unten in dem Bereich eine Preisgruppe 8 Lackfront. Also die untere Tür von der Spülmaschine ist hier nochmal geteilt, das heißt, es ist ein aufgedoppeltes Element. Das ist schon mal alleine sehr viel teurer als die einfache durchgehende Tür bei der Spülmaschine. Dahinter ist natürlich auch im oberen Bereich eine normale Spülmaschine aus dem Einstiegsbereich, auch ein Markengerät von Bosch jetzt gerechnet und im unteren ist ein hochwertiges Gerät aus der 8er Serie. Auch da liegen wir alleine bei der Spülmaschine schon mal bei einer Listenpreisdifferenz von deutlich über 1000 Euro. Dann haben wir einen Spülschrank in dem normalen Bereich einfach mit einer Drehtür und dahinter könnte man einen Mülleimer einsetzen. Im unteren Bereich haben wir auch wieder zwei Auszüge mit einem integrierten Müllsystem. Auch hier haben wir mehrere hundert Euro Preisdifferenz. Der Schrank unter dem Kochfeld, wobei es sich bei dem Kochfeld um einen Kochstellenabzug handelt, also um einen Muldenlüfter, der ist grundsätzlich identisch. Jetzt kann man natürlich hier einen hochwertigeren Besteckeinsatz reinplanen. Das sind aber Sachen, die den Kohl nicht fett machen und sicherlich nicht die Entscheidung pro oder contra für eine Küche treffen. Das heißt, dieser Schrank ist tatsächlich in beiden Planungen identisch. Aber wie ich schon gesagt habe, das Kochfeld. Wir haben hier einmal ein Einstiegskochfeld von Elika, ein Muldenlüfter und hier unten ein Topgerät von Bosch auch aus der 8er Serie Accent Line. Auch hier haben wir wieder einen vierstelligen Unterschied im Preis, ohne dass man etwas sehen kann. Sehen kann man im Übrigen auch nicht den Unterschied zwischen der Spüle. Wir haben eine Einstiegsspüle in Granit mit einer einfachen schwarzen Mischbatterie und wir haben hier unten die hochwertigste Spüle in Silgranit von Blanco mit dem Etagon-Becken und einer hochwertigen schwarzen Mischbatterie. Auch da haben wir einen Preisunterschied, der im hohen dreistelligen Bereich liegt, ohne dass man Unterschiede sehen kann. Dann gehen wir eine kleine Etage höher in den Bereich der Nischenverkleidung. Wir haben hier ein Dekor auf einer ganz normalen Kunststoffplatte und im unteren Bereich ein Hochglanzglas, auch mit dem gleichen Dekor bedruckt und auch noch magnethaftend beschichtet. Auch hier ist wieder eine große Preisdifferenz zwischen den beiden Elementen. Im Hängeschrankbereich habe ich hier in dem
Element keine Änderungen. Es handelt sich um eine deckenhoch angepasste Lösung. Das heißt, die oberen Hängeschränke sind jeweils in der Höhe gekürzt, sodass wir den Raum optimal mit Stauraum auskleiden können. Dann gehen wir mal um die Ecke herum auf die Lackseite. Im oberen Bereich gilt auch da wieder, was auf der Hängerschrankseite ist. Hier im oberen Bereich sind einfach höhengekürzte Oberschränke aufgesetzt auf die Hochschränke, damit der Platz zur Decke ausgenutzt wurde. Aber wir haben im unteren Bereich hier einen Schrank mit 5 Innenauszügen und hier einen Schrank mit Einlegeböden. Dann haben wir in dem mittleren Bereich einen sehr hochwertigen Backofen von Neff und hier den Einstiegsbackofen von Neff, beide mit Slide and Hide, und eine Preisdifferenz ist hier auch tatsächlich schon alleine vom Katalogpreis her über 2000 Euro, sodass sich auch alleine nur vom Backofen her eine Riesendifferenz im Verkaufspreis der Küche ergibt. Und dazu haben wir hier unten einen Progress-Gefrierschrank untergebaut und hier einen hochwertigen von Bosch. Auch da ist wieder eine kleine Preisdifferenz. Es läppert sich also alles zusammen. Wir kommen zum Schluss noch dazu, dass wir hier in dem Bereich einen Kühlschrank mit 0-Grad-Zone von Bosch haben aus der Accent-Line-Serie und hier einen Kühlschrank nur mit einem ganz normalen Eisfach oben, 122er Nische in beiden Fällen. Auch hier sind es wieder mehrere 100 Euro Preisdifferenz. Im unteren Bereich unter dem Kühlschrank ist hier auch wieder nur Einlegeboden und hinter dieser Tür sind auch noch Innenauszüge versteckt. Das sind die Unterschiede der beiden Planungen. Wie gesagt, auf den ersten Blick tut sich nicht viel, aber wenn man jetzt mal von den Katalogpreisen ausgeht, haben wir hier eine Küche, die ungefähr 12.000 Euro kostet und hier eine Küche, die fast an die 20.000 Euro rangeht, alleine durch andere Ausstattungen, durch höherwertige Elemente, durch mehr Elemente auch, zum Beispiel mit den Innenauszügen, die man ja hier nicht hat. Also es kann anhand eines Fotos wirklich nur sehr, sehr schwer nachvollzogen werden, ob dieses Angebot eigentlich wirklich günstig ist. Ihr seht also, dass es selbst für einen Verkäufer mit 30 Jahren Erfahrung im Küchenverkauf nicht möglich ist, anhand eines Bildes zu sagen, ob das Angebot wirklich gut oder nicht so gut ist. In letzter Instanz ist es ja auch wichtig, dass ihr mit dem Angebot, das ihr bekommen habt, zufrieden seid, denn es soll eure Küche sein und die soll euch gefallen und die soll in allen Einzelheiten genauso sein, wie ihr das haben wollt. Und wenn dann der Preis in eurem Budget liegt oder für euch machbar ist und ihr euch gut dabei fühlt, dann macht das, denn es ist ein Bauchfaktor auch immer dabei. Man kann das Ganze nicht nur im Kopf entscheiden, das ganze Paket muss stimmen, ich sage es nochmal, die Planung muss stimmen, der Verkäufer muss stimmen, die Lage vom Studio muss stimmen. Wichtig ist natürlich auch, ist in dem Preis die Montage enthalten, hat der eigene Monteure oder kommender Subunternehmer. Es gibt so viele Facetten, so viele Sachen, die da noch reinspielen, die auch alle sogenannte Soft Skills sind, also die ich gar nicht kopfmäßig bewerten kann, sondern fühl einfach richtig sein muss und dann ist es auch die richtige Entscheidung für diese Küche. Wenn ihr also noch nicht hundertprozentig überein seid, der Preis zu dem, was in dem Angebot drin ist, dann sprecht nochmal mit eurem Küchenverkäufer, mit dem Planer und sagt ihm das. Sagt ihm, was euch nicht gefällt an der Planung. Sagt ihm, was euch stört, was ihr noch anders haben möchtet. Und ich bin sicher, er wird mit euch so lange an der Planung rumdoktern, bis ihr sagt, ja, genau so soll's sein. Und dann ist es die richtige Küche. Und wenn es genau so sein soll und der Preis passt, mehr könnt ihr nicht erreichen. Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, bis hierher zuzuschauen. Wenn ihr Vorschläge für weitere Videos habt, schreibt es in die Kommentare. Wir schauen mal, ob wir was drehen können für euch. Wenn ihr wissen wollt, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel wir in den Videos verwendet haben, schaut auch einfach unten nach. Da schreiben wir das immer rein. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, könnt ihr da klicken. Wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, könnt ihr das natürlich gerne auch tun. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like dalasst und selbstverständlich auch die Glocke aktiviert. Tschüss!